Oh, hi. Ich habe dich gar nicht einschalten sehen. Oh Gott. Ja, moin moin und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde Code Veronica X Resident Evil hier auf The Nerd and Way of Life mit mir, dem Dre, und mit Chris, tatsächlich. Grüße an RedHead7LP. So, als allererstes muss ich mal sagen, dass zwischen dieser Aufnahme jetzt, zwischen dieser Folge hier und der letzten, liegen 28 Tage. Was ist passiert? Tja, was ist passiert? Dazu werde ich wahrscheinlich in dem Stream, den ich mit Digi hoffentlich gemacht haben werde, schon ein bisschen was erzählt haben. Aber für diejenigen, die das dann nicht gesehen haben sollten, es ist Folgendes passiert. Mein Rechner ist gestorben. Oh, ist schon ausgelöst. Okay, wie war das denn hier nochmal? So, okay. Map war hier, ja. Ja genau, mein Rechner ist halt verreckt. Also er ging einfach nicht mehr an. Er war einfach tot. Woraufhin eine, ja, vierwöchige Odyssee der Fehlerfindung vor mir lag. Hier war das Emblem, das fehlte. Naja. Batterie. Shit, wo brauchen wir denn eine Batterie? Oh Gott. Oh, ich erinnere mich. Oh, ich erinnere mich. Oh, shit, Alter. Krass. Hallo? Was geht? Wieso sind die so heftig stabil? Wahrscheinlich beginne ich direkt mit dem Tod, wa? Aber dann ist das so. Alter, kann man die überhaupt killen? Was geht? Wie viel Schuss hast du jetzt gefressen? Er hat nicht nachgeladen. Wie war nachladen? Gedrückt halten? Nee. Irgendwas gedrückt halten? Weiß nicht. Alter Schwede. Fing das super an. Da hätte ich mir die letzte Folge doch nochmal ganz kurz angucken sollen. Ich war mir nicht sicher, ob ich das machen sollte. Jetzt, denke ich, hätte ich mal machen sollen. Ja, ja, heil. Wie, ich bin nicht vergiftet? Ich bin sogar nur im Gelben. What? Okay, hey. Ich schwöre mich ja gar nicht. So, wo war ich denn? Ja genau, eine Odyssee der Fehlerbehebung. Was damit anfing, dass ich mir... Was hatte ich mir denn zuerst geholt? Ein neues Mainboard. Ich habe mir ein neues Mainboard geholt, weil ich dachte, hey, vielleicht hat das Mainboard einen weg. Ich weiß gerade nicht mehr genau, wie ich darauf kam, dass das Mainboard eventuell einen weg haben könnte. Habe ich keine Schrotflinte? Sieht nicht so aus. Aber das war meine Vermutung. Also, neues Mainboard gekauft. Eingebaut. Ich merke, das war ein richtig schöner Fehler hier. Und es hat nichts gebracht. Überraschung, Überraschung, es hat nichts gebracht. Also, neues Netzteil gekauft. Das dauert ja immer so ein paar Tage, bis der Kram da ist, auch wenn Amazon meistens recht fix ist. Aber es hat dann doch so ein paar Tage immer gedauert. Naja, Mainboard war ja dann noch drin, neues Netzteil eingebaut. Er ging kurz. Mein Rechner lief kurz. Er fuhr hoch, war auf dem Desktop und alles. Dann habe ich alles mögliche an USB angeklemmt. Und dachte, geil, funktioniert wieder. Ist ja super. Und wollte ihn dann neu starten. Weil er ja das alles so ein bisschen mit Updates ziehen und so. Dann musste ich ihn dann neu starten. Im Normalfall. Drück auf neu starten. Und das Teil bleibt schwarz. Sich nichts. Kein Bild, kein BIOS, keine Reaktion, gar nichts. Und in dem Moment war ich dann so, okay. Geil. Ich bin ja sowieso großer PC-Fan, weil die Kisten ja so scheiß zuverlässig sind. Und in dem Moment war ich so sauer. Ich war so sauer. Ach guck mal, hier kommt die Batterie rein. Kann ich die so direkt einlegen? Er sagt gar nichts. Hier, Viereck. Oh, entfernt, okay. Weil das ist ja immer auch alles, ist ja auch alles immer nicht so billig, ne? Kostet ja alles immer auch ein bisschen Geld. Dann habe ich mich mit dem Mainboard ein bisschen auseinandergesetzt, weil das hatte eine LED, die leuchtete. Und neben dieser LED stand CPU. Und dann dachte ich mir, okay, guck's mal ein Handbuch, was das Handbuch dazu sagt. Und dazu kommen wir gleich. Bericht über korrosionsresistente Legierung. Hatten wir das nicht schon? Eigentlich hatten wir ja vor, die neue korrosionsresistente Legierung dann Deploy dazu zu verwenden. Das hatten wir doch schon.
Und trotzdem muss ich schon. Ja, Alpha und ich hab's. Ach, ich hab's letztes Mal auch schon nicht. Hä? Was ist das hier für ein Speicherstand? Ist der irgendwie ein bisschen sehr alt? Weiß man nicht. Genau, diese LED leuchtete, wo CPU dran stand. Im Handbuch stand dann sowas drin wie. Ja, dass diese LED leuchtet, weil die CPU einen weg hat. Das weist auf einen CPU-Fehler hin. Gut. Neue CPU gekauft. Das hatten wir doch alles schon. Who is that? Alexia? No. She's already fully awake. Chris, oh little fishy, come see my hook. Chris, I'm sending some company to keep you entertained. Ich will deinen Haken mitnehmen. Fuck, stimmt die. Consider this a small welcoming gift from me. Enjoy. Als wenn er wüsste, dass ich die Hunter hasse. Das hatten wir doch schon. Falls wir das wirklich schon alles hatten, dann tut es mir furchtbar leid. Ich werde gleich nach dieser Aufnahme mal in die letzte Folge reinschauen. Aber das ist der letzte Speicherstand, den ich hier hatte. Genau, also neue CPU gekauft. Die dauerte dann auch wieder so ein bisschen, bis die dann da war. Dann hatte ich die eingesetzt in das noch offene System, was ich hier liegen hatte. War so Operation am offenen Herzen über ein paar Tage hinweg. Kommandozentrale. Und das hatte überraschenderweise keinen Effekt. Hat nichts gebracht. Gar nichts. CPU wieder ausgebaut, eingepackt, wird zurückgeschickt. Fertig. Christian, geht zurück. Wenn du Glück hast, Christian, dann geht zurück. Tja, was habe ich dann gemacht? Und hab die Kiste meinem Bruder gegeben, weil der meinte, ja, das ist ja alles kein Problem, das gucke ich mir mal an, das kriege ich schon hin. Na super, sag jetzt nicht, was ist denn das für eine Legierung, wenn die... Naja, gut, genau, die Kiste also alles zusammengeschmissen, meinem Bruder gegeben. Der war dann da irgendwie ein Wochenende oder so was dran. Shit, verreck. Und surprise, surprise, konnte keinen Fehler feststellen. Netzteil durchgemessen, war noch okay, war ja auch ein neues, also das wäre sehr merkwürdig gewesen, wäre das kaputt gewesen. Das alte Netzteil durchgemessen, alles okay. Kein Fehler festzustellen, andere Grafikkarte drauf gehabt auf dem Mainboard, andere Festplatten angeklemmt, hat alles nichts gebracht, lief einfach nicht. Es lief einfach nicht. Zu dem Zeitpunkt hatte ich dann ja schon wieder 300 Euro reingesteckt. Von denen ich mich schon fast wieder verabschiedet hatte. Aber wie gesagt, man kann den Scheiß jetzt zurückschicken. Oh, eine Seitentasche, ja, nice. Sieh ja. Ja, und ich war, wie ihr euch denken könnt, extrem angefressen. Wirklich so weit, dass ich mir dachte, fuck it. Dann war's das jetzt halt. Auch mit den mit Let's Plays und sowas. Wo ich mir einen kleinen Laptop oder sowas, wo ich dann meinen PC-Kram mit erledigen kann, den ich so zu erledigen habe. Und dann ist das gut. Aber, wie ihr seht, geht's ja weiter. Die Lösung des Problems war ein komplett neues System. Ich habe einfach gesagt, ich habe dann auch... Tippi war das. Tippi ist seit, ich weiß nicht wie vielen... Ja, im Grunde diese 4 Wochen oder noch länger. Fleißig am Schauen und Kommentieren. Und dann habe ich auch von anderen Seiten noch irgendwie gehört, dass sie halt Spaß hatten an dem Kram. Dann hat man gesehen, wir wurden immer weiter abonniert, obwohl wir irgendwie auch nichts weiter online gestellt haben. So. Und irgendwie hatten wir das dann... Komme ich auch nicht durch. Das hat mich dann dazu getrieben zu sagen, ey, pass auf. Nimm's mal noch ein paar Euro in die Hand.
Und investierst dich einfach mal in dein Hobby. Endlich mal. Kommt dir sonst nicht vor. Ich wollte gucken, ob das hier eine Datei ist, die man lesen kann. Nee, kann man nicht. Die Pfeile lassen wir erstmal liegen. Hab ja eh keine Armbrust. Da, scheiße. Hier, so, da. Ja, genau. Und das habe ich jetzt gemacht. Neues System. Deswegen hoffe ich, dass die Aufnahme jetzt so funktioniert. Ich habe noch nichts weiter ausprobiert. Das ist jetzt quasi sowas wie eine Testaufnahme gerade. Ja, die Jungfernfahrt. Ich habe schon gerendert mit den Einstellungen jetzt so und das funktioniert einwandfrei. Also wirklich sehr, sehr gut. Allein dafür hat sich das dann wohl schon gelohnt, könnte man fast sagen. Das Adlerschild wurde in die Kanalisation gespült. Ja, wie komme ich denn hin? Kann ich hier lang? Ja. Kann ich hier die Tür? Auch nicht. Ja, wie komme ich denn dann da jetzt hin? Naja, genau, und das ist halt mein Leidensweg mit den PCs. Ich liebe ja PCs, das ist ja das Tollste, was es gibt. Diese zuverlässigen Kisten, in die man ganz wenig Geld nur reinstecken muss, damit sie halbwegs gut funktionieren und die dann immer sehr zuverlässig sind und immer aus einem guten Grund sich auch verabschieden. Es gibt einen guten Grund, warum meine vorherige Kiste verreckt ist. Den Grund wird sie mir nicht sagen. Aber hey. Um mal wieder eine kleine Floskel aufzugreifen. Aber hey. Und ich hab's vermisst. Ey, ohne Scheiß. Ich hab's echt vermisst, diesen Let's Play-Kram zu machen. Weil ich hatte ja auch Zeit. Das war ja das Ding. Auch beim Bau. Jetzt sind 4 Wochen vergangen. Und in dieser Zeit ist auch am Bau nichts passiert. Weil, das heißt, warten auf. Wir müssen warten auf den Deckenbauer. Der sich irgendwie... Ich weiß nicht, ob das irgendwie einer ist, der das so hobbymäßig nebenbei macht. Oh, Schrotflinte. Geil. Aber bestimmt mit beschissenem Mechanismus. Weil das ist immer so, ja, diese Woche? Ja gut, vielleicht nächste Woche. Ja, nee, machen wir noch eine Woche später, okay? Was, ihr braucht einen Verlegeplan? Wieso braucht ihr einen Verlegeplan? Oh, da kommt man nicht mehr hoch. Okay, damit kann ich aber leben. Oh, da kann ich damit leben? Ich glaube schon. Genau, und deswegen, also es ist halt so, ich hätte eigentlich Zeit gehabt zum Zocken. Ich hätte Zeit gehabt, um Podcasts aufzunehmen mit Tippi und Chibi wieder. Wir hatten zwischendurch sogar mal noch jemanden als Gast geplant, aber das ist dann auch irgendwie daneben gegangen, möchte ich mal so sagen. Aus irgendwelchen Gründen, die ich noch nicht so kenne, die wahrscheinlich auch mich überhaupt nichts angehen. Naja, und dann sitzt er halt hier und denkst dir, hey, irgendwie alles doof. Irgendwie echt alles doof. Digi ist alleine in meinem Stream, da konnte ich dann irgendwie aber auch nicht reinschauen. Keine Ahnung. Das ist irgendwie nie passiert. Aber er hat das Ding halt am Leben gehalten. Also zumindest den Kanal auf Twitch, YouTube dümpelte dann halt so ein bisschen vor sich hin. Aber wie gesagt, man sieht immer, oder hat man halt immer gesehen, der und der hat dich abonniert, so. Ab und zu mal ein paar Kommentare. War ganz schön. Für die Kapsel, den Schalter würde ich mir nochmal. Da ist ein Magazin drauf. Ist das ein Magazin? Sturmgewehrkugel. 50%, okay. Naja, und jetzt bin ich wieder hier. Was soll ich sagen? Ich bin ein bisschen froh drüber. Es war jetzt nicht die billigste Investition. Aber es ist auch eine Investition in... sie ist fest zu und kann nicht benutzt werden. Aber es ist auch eine Investition in die Qualität. Also die Streams von meiner Seite aus und so. Und die Aufnahmen, die am PC passieren. Space Engineers zum Beispiel dürften dadurch ja auch besser werden. Weil das ist... Ich habe natürlich aufgerüstet, ist ja klar. Das habe ich mir dann nicht nehmen lassen. Ich hätte natürlich dasselbe System, so wie es vorher war, einfach nehmen können. Aber... ausgerüstet? Ich glaube schon, ne? Hunter, Alter, ich hasse diese Hunter, ja, ne? Gleich mehrere! Aber sie klingen immer noch so wie im ersten Teil, das ist gut. Einer ist down. Beide down?
Beide down. Ich bin ja auch immer noch im Game. Okay, Türklinke, Chemieschlüssel. Was haben wir denn alles? Die Kontrolltafel, die Drehscheibe, hier ist ein Schlüsselloch. Den Schlüssel habe ich, glaube ich, nicht. Die Kisten kann man schieben, oder? Oder sieht das nur so aus? Sieht nur so aus. Aber man kann draufklettern. Dann kann man die auch schieben. Komm ich hier zwischen? Nee. Ne, kann man nicht schieben. Das ist auch kaputt offensichtlich. Und die wird verschlossen sein. Oder auch nicht, sehr gut. Zumal ich ja auch investiert hatte in, nicht nötig, die antibakterielle Arbeitskleidung, okay. Zumal ich auch investiert hatte in, in das nächste Projekt, was ich ja hier vorhabe. Und das wäre ja auch, das wäre ja blöd. Hätte ich das jetzt gekauft und, würde es nicht nutzen können, wäre ja Quatsch. Ist ja albern, sind wir mal ehrlich. Ist jetzt nicht so, als bräuchte ich das so für mich als Rechtfertigung. Oh, okay. Die Chemikalienlager ist abgeschlossen. Ja, ich habe einen Schlüssel. Aha. Weg damit. Ich weiß nicht, was hier nützlich ist. Die Temperatur einstellen. Okay, machen wir. What? Keine Ahnung. Lass es. Geh weg. Geh weg. Natürlich passiert nichts. Wir müssen also die Temperatur einstellen. Falscher Knopf, scheiße. Ich renne dann rum und drücke auf den falschen Knopf rum. Oh Mann. Da liegt auch noch ein Kraut. Ist das ein rotes? Ja. Das nehmen wir mit. Sehr dunkel auch. Ich hoffe, dass man auf YouTube überhaupt wieder was sieht. Wie gesagt, die Einstellungen sind jetzt halt auch alle wieder gegen Null sozusagen. Rote hier, das auch raus, als könnte man da irgendwas mit machen. Kann man aber nicht. Okay. Ja, aber ich bin auch sehr froh, dass ich tatsächlich mir das ja so vorgenommen hatte, dass ich dieses Projekt komplett erst aufnehme, bevor ich weitermache, weil es wäre irgendwie kacke gewesen, wenn dazwischen jetzt so eine 4 Wochen Pause gewesen wäre. Genau aus dem Grund habe ich mich ja dazu entschieden, das am Stück aufzunehmen. Dass dann da allerdings sowas passieren könnte, das damit konnte ja keiner rechnen. Wir hatten ja keine Ahnung. Was ist mit diesen Kapseln hier? Ist da jetzt, da habe ich doch jetzt was reingefahren oder nicht hier in die 3? Und in der 1 ist doch auch was drin. Ne? Keine Ahnung. Ich muss rausfinden, was das mit der Temperatur auf sich hat. Ich muss wahrscheinlich diese komische. Also, ich habe jetzt erstmal einen Türknauf. Den werde ich jetzt erstmal benutzen, weil ich eine Vermutung habe, wo ich den benutzen kann. Den nicht ausrüsten. Sehr ärgerlich auch. Shit, war das? Wo war das? Im ersten? Second floor, first. Also erster Stock, richtig? Glaube ja. Jetzt einen roten? Ne, aber im orangenen, dann würde ich sagen. Shit, okay, da hat sich schon fast das Gemisch gelohnt. Wo bin ich jetzt? Ich bin dort. Ich bin hier. Wieso bin ich denn hier? Wollte ich da hin?
Ja, wollte ich. Ich will jetzt nach rechts weg. Durch den Gang. Wieso seid ihr nicht mehr hier? Wie viele sind das? Das ist noch mindestens einer. Könnte aber jetzt auch hinter mir sein. Ist doch nicht noch mindestens einer. Okay, gut. Ich kenne mich richtig gut aus. Aber wie gesagt, 4 Wochen her. Ich habe seitdem. Boah, ich habe seitdem richtig viel gezockt. Alter Schwede. Was habe ich denn alles gespielt? Ich habe, glaube ich, habe ich in der Zeit. Ich habe Prey gespielt. Habe ich durchgespielt sogar? Wow, wow, wow. Nö, 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 nö. Bleib mal da, wo du bist, Digga. I Get Even habe ich durchgespielt. Und irgendwas noch. Was war denn das letzte? Weiß ich gerade nicht mehr. Kann nicht so spannend gewesen sein. Na gut, was hinter dieser Tür sich befindet, sehen wir in der nächsten Folge. Bis dahin bedanke ich mich schon mal fürs Zuschauen. Bin froh, wieder da zu sein. Hoffe, ich konnte ein wenig unterhalten und ich komme wieder rein ins Let's Play. Und ja, wir sehen uns in der nächsten Folge, wenn du magst. Bis dann, tschüss, tschüss, ciao, ciao, Adele. Habe ich, glaube ich, immer gesagt, Adele. Und tschüss.